Bist du eigentlich schon ein Wiki-Saner? Kennen Sie das auch? Sogenannte Energieräuber wird es auch bezeichnet. Wir haben alle in unserem Alltag mehrfach mit Energieräubern zu tun, unterschiedlichster Arten. Und wie das genau aussehen kann, was man tun kann, um sich gegen Energieräuber zu wehren oder einfach, ich sage jetzt mal, einfach anders zu entscheiden. Vielleicht ist das der bessere Weg. Das bespreche ich gleich mit meinem heutigen Studiogast. Ich freue mich auf Said Habibzadeh und freue mich natürlich auch auf Sie, lade Sie herzlich ein in dieses Gespräch zum Thema Energieräuber. Viel Spaß und bis gleich. Lieber Said, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Ich freue mich auf unser Gespräch. Vielen Dank für die Einladung. Dankeschön. Du hast oder du bist Matrix Cleaner. Das haben wir schon in früheren Gesprächen erörtert, was es genau heißt. Und sicherlich kommt es dieses Mal auch wieder zur Sprache. Du bist aber außerdem Life Coach. Du bist Autor von mehreren Büchern mittlerweile und bist gerade auch an 20 Büchern in der Bearbeitung, also Respekt. Und du bist Seminarleiter, Komponist tatsächlich auch noch und Karmaloge. Da bin ich immer noch neugierig und ich hoffe, wir schaffen dazu auch noch mal eine Sendung, damit wir da einen Einblick dazu bekommen, was es denn damit auf sich hat. Aber heute sind die Energieräuber dran und damit haben wir, wie schon eingangs erwähnt, mehrfach am Tag jeder von uns zu tun und wir alle sind aufgerufen wahrscheinlich, achtsam zu sein dahingehend und uns zur Wehr zu setzen? Ja, oder dass wir es erstmal durchblicken, was da überhaupt passiert. Aha. Was würdest du denn als Energieräuber bezeichnen, damit wir schon mal vom Wording her oder von der Begrifflichkeit wissen? Ich habe meine eigene Definition. Energieräuber sind Handlanger der Matrix. Okay. In dem Sinne, dass sie uns, ohne dass wir damit einverstanden sind oder es merken, uns Energie wegnehmen. Sie können sich selbst mit Energie nicht versorgen oder zum Glück noch nicht und sind abhängig davon, dass wir ihnen Energie liefern. Und jedes Mal, wenn wir etwas Böses denken, fühlen, sagen, wollen oder etwas Negatives, geben wir unsere Energie an sie ab. Also Energieräuber sind auch Emotionen. Emotionen, nicht Gefühle. Gefühle sind was anderes. Liebe zum Beispiel ist eine allumfassende Kraft. In alles, was ist, wird durch Liebe am Leben erhalten. Und über Gefühle können wir die Dinge wahrnehmen. Aber Emotionen machen genau das Gegenteil. Wir können nichts wahrnehmen. Wir sind eingeschränkt, wir sind isoliert. Und wir sind emotional. Zum Beispiel, man sagt ja, wenn du, es gibt so ein Sprichwort, ich komme jetzt nicht darauf, wenn du wütend bist, zähle bis drei und sag dann was oder solche Sachen. Das heißt, Emotionen sind zum Beispiel Wut, Trauer, Hass und so weiter. Sie sind Handlanger der Matrix. Sie provozieren uns dazu, dass wir uns berechtigt fühlen, Wut zu empfinden. Und wenn wir Wut zulassen, dann geht ein Stückchen von unserer Kraft, von unserer Lebensenergie an die Matrix. Wir verlieren diese Energie, könnte man sagen. Mhm. Es gibt aber auch Menschen, die sind Handlanger der Matrix. Die werden selber auch zu Energieräuber. Zum Beispiel eine Mutter oder ein Vater, der meint, er wüsste besser, was für das Kind gut ist. Es gibt viele Eltern, die terrorisieren die Kinder, schreien sie an und sagen, mach das nicht, mach dies, mach das nicht, mach dies. Und sie merken nicht, dass sie damit, das ist keine Erziehung, wenn man die Kinder einschränkt. Ich bin nicht dafür, dass man sagt, Kinder dürfen alles machen, ausprobieren. Das auch nicht, sondern es gab eine gewisse Orientierung. Ja, absolut richtig, das ist das Zauberwort. Orientierung, das heißt, die Kinder, also Eltern müssten eigentlich den Kindern erzählen, warum etwas gut ist, warum das Gute gut ist, warum das Böse böse ist, dass die Kinder sich orientieren können und nicht, dass man ihnen einfach sagt, mach das nicht, ohne ihnen zu erklären, wieso. Wieso muss ich das machen? Wieso muss ich das lassen? Wieso muss ich als Kind etwas essen, was mir nicht schmeckt? Was mein Körper leistet Widerstand
und die Mutter reagiert mit Wut. Also Eltern, die die Kinder terrorisieren, es gibt aber auch Kinder, die die Eltern terrorisieren, sind Energieräuber. Etwas, was relativ normal ist in dieser Welt, ist, dass die Großmütter in der Regel Energieräuber sind. Das heißt, sie greifen ein in das Leben der Enkelkinder. Sie bestimmen, wenn sie heiraten, sie bestimmen, was sie essen, ob sie dick werden oder dünn und so weiter und so fort. Selbst wenn sie gestorben sind. Aus astralen Welten strahlen sie auf die Enkelkinder ein und lassen nicht zu, dass sie ihr eigenes Leben leben. Das heißt, wenn ich etwas mache, was meiner Mutter gefällt, aber nicht mir, dann ist sie glücklich, aber ich nicht. Und das bedeutet, wenn ich etwas mache, was sie will, dann geht meine Energie, was ich getan habe, in ihre Richtung, nicht in meine. Ich muss zu den Großmüttern nochmal. Also habe ich das richtig verstanden? Die, allgemein, grundsätzlich, die Großmütter? Sind Energieräuber, also mehr als Großväter. Wirklich allgemein? Ohne dass sie das merken. Okay. Also nicht, dass ich sage, sie sind böse, sie merken das nicht. Sie meinen es gut. Sie glauben, es ist gut, auf diese Weise auf die Kinder aufzupassen. Für sie da zu sein, für sie zu kochen, ihnen Süßigkeiten zu geben, das ist ein fataler Fehler. Durch Süßigkeiten verliert jeder Energie. Jeder. Durch Ernährung zum Beispiel, wenn wir also das meiste, was wir essen, gibt uns keine Energie, nimmt uns Energie. Wir essen etwas und wir verlieren nicht nur Energie, viel schlimmer, wir verlieren unser Bewusstsein. Das heißt, das, was wir heutzutage essen, programmiert unser Bewusstsein, damit wir ein Energielieferant werden und nicht mehr als selbstständiges Lebewesen leben können. Ich weiß, das sind harte Worte, aber das ist die Wirklichkeit. Ja, ich wollte jetzt nur die Großmütter nicht alle über einen Kamm scheren. Vielleicht gibt es auch Ausnahmen, ne? Aber nein, Verallgemeinerung ist nicht mein Ding. Gut. Das habe ich nie gesagt, ja, auch nie gemacht. Ja, ich wollte es nur noch mal deutlich machen. Wir reden über Energieräuber, nicht über Großmütter. Wir reden über Energieräuber. Alle, die Energieräuber sind, sind Energieräuber. Nur manche davon sind Großväter, andere sind Großmütter, manche sind Mutter und so weiter. Das meinte ich. Okay, also es können eben, wie du sagst, Menschenhandlanger sein und solche Einflüsse ausüben in Form von Energieräubern oder eben einfach auch die reine Energie, ne? Oder Jammerlappen sind Energieräuber. Emotionen. Jammerlappen sind Energieräuber. Mhm. Das sind Menschen, die jammern ununterbrochen. Wenn die Sonne scheint, ist es zu heiß. Wenn es regnet, es regnet. Wenn es schneit, ist es zu kalt. Sie jammern ununterbrochen. Damit zapfen sie uns wirklich Energie ab. Das muss man wirklich verstehen. Wir verlieren Energie, wenn wir mit Menschen zu tun haben, die ständig jammern. Oder Menschen, die Negativdenker sind, die ständig hinter jede Angelegenheit etwas Negatives vermuten. Dass sie sagen, das wird schief gehen, du wirst es nicht schaffen. Oder Menschen, die uns runterreißen, dass sie sagen, wie willst du das denn schaffen? Du hast doch kein Geld, du hast es doch nicht studiert. Und was willst du, wie willst du das denn machen? Wie willst du überleben in einem fremden Land? Das sind alles, tut mir wirklich leid, das sind Energieräuber. Sie bauen uns nicht auf, sondern sie drücken uns runter. Und wo sie selber auch sind, drücken sie runter. Menschen, die einem Alkohol anbieten, sind Energieräuber. Menschen, die einem Drogen anbieten oder Zigaretten, das sind Energieräuber. Menschen, die uns dazu provozieren, dass wir negativ denken, dass wir wütend werden, dass wir uns schlecht fühlen. Oder Menschen, die uns schlechtes Gewissen machen. Die Eltern können das sehr gut. Mhm. Kindern schlechtes Gewissen zu machen, wenn du das und das machst, machst du mich unglücklich, du bist nicht mehr mein Kind und so weiter. Das sind alles Energieräuber. Also ich rede nicht über Eltern verallgemeinernd, sondern ich rede über Energieräuber. Mhm. Und es ist einfach so, dass es in allen gesellschaftlichen Schichten Energieräuber gibt. Nur wir müssen es verstehen und wenn wir erkennen, meine eigene Frau, meine eigene Tochter, mein eigener Sohn oder ich bin sogar selber Energieräuber, wenn wir es erkennen, bedeutet nicht, dass wir jetzt dagegen vorgehen, sondern dass wir Korrekturen vornehmen. Mhm. Korrekturen vornehmen bedeutet, und das ist etwas, was viele wissen wollen, wie nehme ich mich in Schutz, indem man einfach nicht mehr mitmacht. Ganz einfach. Auch bei sich selbst. Wenn ich feststelle, ich bin ein Negativdenker, und wenn ich negativ denke, verliere ich Energie, weil Energieräuber sind Energie, wie soll ich sagen, sie schalten die Energie weiter an die Matrix.
Sie haben ja die Energie nicht bei sich selbst, sie verlieren selber Energie. Und wenn ich merke, dass ich ein Negativdenker bin, dann versuche ich das umzustellen. Ich versuche herauszufinden, warum ich genau in diesem Zusammenhang eher ein Negativdenker bin, weil ohne Grund denkt doch niemand negativ. Ohne Grund denkt doch niemand positiv. Ohne Grund denkt kein Mensch. Wenn wir über etwas denken, ob positiv oder nicht, müssen wir wissen, was ist die Ursache, wo hat es angefangen. Das heißt, wir sollten nicht gegen das Negative vorgehen. Wir sollten nicht die Negativdenker und Jammerlappen und Energieräuber meiden. Das bringt nämlich nichts. Wir müssen herausfinden, was wir gemeinsam haben mit ihnen. Das müssen wir in uns abschaffen. Wo ist unsere Resonanz, oder? Richtig. Das bedeutet, wenn ich mich korrigiere, dann korrigiert sich automatisch mein Leben. Wenn ich selbst kein Energieräuber mehr bin, dann meiden mich die Energieräuber von sich aus schon. Mhm. Sie kommen gar nicht in meine Nähe. Also wenn du sagst, Korrekturen vornehmen, warum denke ich jetzt negativ über irgendetwas? Dann hat es ja meistens damit zu tun oder oft, glaube ich, eben mit Erfahrungen, die wir gemacht haben, wo ich vor einer gleichen Situation stehe, vor der ich schon indirekt mal stand, ja. Und die Situation ist damals schlecht ausgegangen und ich stehe jetzt wieder davor und habe natürlich eine negative Erwartungshaltung. Das ist indirekt. Das heißt, aufgrund einer Erfahrung, negativ denken ist nicht ganz richtig, sondern wir haben daraus eine Schlussfolgerung getroffen. Mhm. Eine Schlussfolgerung, ein negatives Programm haben wir übernommen und wir haben gesagt, Männer sind so, Frauen sind so oder Deutsche sind so oder Schweizer sind so. Wir haben daraus ein Programm gemacht, um uns selbst das Leben leichter zu machen oder das Denken leichter zu machen, aber damit machen wir uns das Leben schwer. Also ich sage immer wieder, die Erfahrungen, die wir machen, sind völlig bedeutungslos. Was wir daraus machen, darauf kommt es an. Mhm. Weil die Erfahrung ist wie ein Geburtstagsgeschenk. Die Verpackung kann klein, groß, schön, hässlich und so weiter sein. Aber auf die Verpackung kommt es nicht an, sondern auf den Inhalt, was ist da drin. Und auf den Inhalt der Erfahrungen kommt es an. Warum erlebe ich das? Was soll ich daraus lernen? Ist die intelligenteste Frage, die man sich selbst stellen kann. Mhm. Nichtsdestotrotz tun sich viele schwer, diese Frage sich selbst zu beantworten. Na? Dafür gibt es ja solche Lebensberater wie mich, genau. Dass sie zu mir kommen und sagen, ich erlebe das immer wieder oder meine Beziehung zu meinem Mann wird nicht besser, woran liegt das? Ja. Und dann kann ich mir die Systeme anschauen, dann kann ich sehen, welche Programme von wo. Es gibt keine Beziehung ohne Fremdeinmischung, sowas gibt es nicht. Also wenn ein Mann und eine Frau zusammen sind, dann sind die Eltern von ihm, die Eltern von ihr. Und all diese Erfahrungen, von denen du gesprochen hast, die wirken alle mit da rein. Das ist nicht so schlimm. Schlimm ist nur, das merken wir nicht. Wir merken nicht, dass ich so denke wie mein Vater. Er hat auch so gedacht wie der Großvater und so weiter. Und wir übernehmen Programme und merken es nicht mal. Das ist das Unschöne daran. Ja, wir glauben es ja auch in vielen Fällen nicht, dass das von, was weiß ich, vom Großvater oder vielleicht von Ahnen auch kommt. Ne? Also richtig. Vieles geht ja über viele verschiedene Stufen. Oft Inkarnation, ja, genau, richtig. Global. Viele glauben ja auch gar nicht daran, oder? Weil sie es nicht kennen. Ja, aber allein eben schon, wenn ich nicht daran glaube, was habe ich dann für eine Möglichkeit, mich dann trotzdem zu befreien davon? Ich habe so meine Probleme mit Glauben. Also mit dem Begriff Glaube. Ich halte von Glauben nichts. Von Hoffnung halte ich nichts. Und von Vertrauen halte ich auch nichts. Weil alle drei sich auf Unwissenheit beruhen. Also damit meine ich, zum Beispiel, es gibt Menschen, die sagen, ich glaube an Astrologie, weil es zutrifft. Und andere sagen, ich glaube nicht an Astrologie, das ist Hokus Pokus. Und interessant ist, dass beide Astrologie gar nicht kennen. Sie haben sich damit wirklich nicht auseinandergesetzt, weil Astrologie ist eine Wissenschaft, eine unglaublich präzise Wissenschaft und hat mit Glauben nichts zu tun, das ist doch keine Religion. Das sage ich, ich sehe Gott nicht, aber ich glaube daran, dass es ihn gibt. Entweder du siehst Gott, du hörst ihn, du fühlst ihn, du kommunizierst mit ihm oder eben nicht. Mhm. Und wenn nicht, dann musst du an irgendeine Religion, irgendwelche Propheten und Bücher glauben, weil du keinen direkten Draht zu ihm hast, was ja sehr tragisch ist. Ja, stimmt. Weil wir alle schon Zugang haben, aber wir nutzen es nicht. Damit meine ich, ob wir an etwas glauben oder nicht, ist eigentlich gar nicht so wichtig, wie all diese Manifestationsleute und Visualisierungsleute erzählen. Wir haben viel mächtigere Werke, zum Beispiel Bewusstheit, Instrumente,
dass wir, wenn wir wissen, wie etwas funktioniert, wenn ich weiß, wie mein Auto funktioniert, kann ich doch damit fahren. Dann brauche ich weder Vertrauen noch Glauben noch Hoffnung. Dann weiß ich doch, wie was funktioniert, dann fahre ich damit. Wenn mir das Wissen fehlt, dann muss ich auf solche Dinge greifen. Das ist so meine Meinung. Okay. Ich wollte damit eigentlich nur sagen, wenn ich... Du meinst Glaubenssätze. Wie formuliere ich das jetzt? Glaubenssätze meinst du? Nee, wenn ich jetzt, also du sagst ja, ich habe dann Programme eben unter Umständen von, weiß ich nicht, Großvater, Ahnen, sonst woher oder aus früheren Inkarnationen und so weiter und so fort. Wenn ich da aber sage, glaube ich nicht dran, ne? Dann habe ich trotzdem eine Chance, die loszuwerden, oder? Du meinst durch meine Matrix-Killing-Programme? Ja, egal. Das hat mit Glauben nichts zu tun, ob die Leute daran glauben oder nicht. Das hat damit zu tun, dass es wirkt. Mhm. Nur, ob sie dann später das mit diesen Matrix-Killing-Programmen von mir in Verbindung bringen, ist eine andere Geschichte. Mhm. Jetzt müssen wir, weil du es gerade angesprochen hast, müssen wir natürlich darauf jetzt auch eingehen. Was sind Matrix-Killing-Programme? Weil wir darüber schon in früheren Sendungen gesprochen haben, aber wir nicht automatisch ausgehen können, dass die Zuseher das schon gesehen haben. Magst du uns kurz dazu etwas sagen? Ja, das ist eine Methode, die ich entwickelt habe über die Jahre, indem ich erkannt habe, ich habe immer mir Fragen gestellt, ich habe alles hinterfragt. Ich wollte, ob etwas Gutes oder nicht Gutes da ist. Warum ist das so? Was ist die Ursache? Wo fängt das an? Und ich wollte es einfach verstehen. Und immer mehr bin ich dahinter gekommen, dass gewisse Programme gibt, also wirklich Programme, das ist wie handschriftlich geschrieben, die einen Menschen dazu bringen, bestimmte Entscheidungen zu treffen. Und dann habe ich festgestellt, dass diese Programme nur negative Entscheidungen hervorbringen. Also Entscheidungen, die wir sagen, es fühlt sich stimmig an, es ist schön und später hat es katastrophale Folgen. Da habe ich dann erkannt, dass es Programme gibt, die uns manipulieren, uns dazu bringen, etwas Gutes gar nicht zu starten, etwas Böses zu tun, geht uns so leicht von der Hand. Und dann habe ich immer mehr Programme entdeckt und irgendwann habe ich erkannt, dass das alles ein System ist und ich nenne es Matrix. Und Matrix-Clean-Programme sind sozusagen, das ist so eine Methode von mir, ich kann in dieses System reingehen, von den Menschen, und die fremden Programme, egal welche Art da sind, kann ich löschen. Und dann geht es demjenigen körperlich besser, dann hat er schärfere Wahrnehmung, dann kann er mit seinem Vater besser umgehen, mit seiner Mutter kann er besser umgehen, mit sich selbst kann er besser umgehen, hat weniger schlechtes Gewissen oder Wutanfälle oder Krankheiten, die verschwinden einfach alle. Weil das sind alles Folgen von diesen Programmen. Mhm. Wie kann ich mir sowas denn eigentlich dann tatsächlich vorstellen? Ich weiß nicht, ob du drüber sprechen kannst oder ob du drüber sprechen magst, wie du das machst und was du siehst. Siehst du da Bilder, wo du dann etwas... Sehr unterschiedlich. Entsprechend... Sehr unterschiedlich. Ich sehe Bilder, ich sehe Ereignisse, auch wenn sie 10.000 Jahre alt sind. Ich sehe Menschen, ich sehe Gedanken, ich sehe Klänge, ich sehe... Manchmal passiert, dass man gibt jemandem die Hand und schon hat man seine Programme. Es gibt einen Film, der Film heißt... Habe ich vergessen. Auf jeden Fall bei dem Film Denzel Washington spielt dort. Okay. Da geht es darum, dass Dämon heißt der Film. Jetzt weiß ich, der Film heißt Dämon. Das ist wirklich so. Was in dem Film gezeigt wird, ist wirklich wahr. Okay, muss ich gucken. Ich hatte auch Schwierigkeiten, das zu glauben oder so. Aber ich habe dann gesehen, ist wirklich so. Also wir wirken alle aufeinander. Alles, was existiert, wirkt auf alles. Ja, glaube ich. Nur positiv oder negativ. Und wer steckt hinter dieser Wirkung? Das ist die Frage. Mhm. Aber nochmal die Frage, das Löschen, also das ist ja dann schon wieder so leicht, dass man so, schon wieder sagt, kann ja gar nicht funktionieren. Ne? Wer weiß, was da... Mich hat das auch überrascht, dass ich gedacht habe, wenn das so einfach ist, ja. Dann... Ich finde es ja total schade, ne? Dass wir diesen Dingen so wenig... Jetzt sind wir wieder bei den Worten Vertrauen oder Glauben, Beachtung schenken, die so einfach sind. Ne? Denn das Leben ist tatsächlich ja eigentlich einfach, oder? Ich sag dir was. 99% von unseren Problemen, die wir haben, partnerschaftliche, sexuelle, gesellschaftliche, wirtschaftliche, politische, was weiß ich, sind gar nicht unsere.
die Probleme, die wir mit unserer eigenen Mutter haben, sind gar nicht unsere. Diese Probleme sind alle künstlich, das ist alles Matrix. Niemand hat Probleme mit niemandem. Die Probleme werden produziert durch diese Programme. Sind die Programme weg, sind die Probleme weg. Ich habe wirklich hunderttausende Menschen geholfen, weltweit. Von überall kommen sie auf mich zu. Da sind auch Politiker, Heilpraktiker, Psychologen und Therapeuten sind dabei. Sie kommen zu mir und dann wundern sie sich, wie schnell das geht, wie einfach das funktioniert. Je nachdem, wie massiv die Programme sind, vielleicht nicht mit einer Behandlung, sondern mit zwei oder drei und so weiter. Unsere Probleme sind Scheinexistenzen. Sie sind eigentlich gar nicht da. Sie existieren überhaupt, weil wir Energie reingeben. Wir beleben unsere Probleme. Mhm, wenn wir aufhören, diese Energie da rein zu pumpen, dann sind sie weg. Mhm. Ja, so einfach wäre es. So einfach ist das. Ist es. So einfach wirklich. Es ist so einfach, glücklich zu werden. Man muss nur diese Fremdsteuerung, man muss sich erstmal bewusst werden, was ist fremd und was bin ich? Und dann muss man die Entscheidungen treffen am Tag, was esse ich, was trinke ich, wie schlafe ich, wie gehe ich mit mir selbst so um, dass es mich immer schöner, glücklicher, reicher, erfolgreicher macht. Und die Matrix hat was dagegen. Allein darüber nachzudenken, wie gehe ich mit mir selber um, dass es mit mir immer weiter aufwärts geht, ist schon wie eine Kriegserklärung an die Matrix. Und dann wird man erst dann erkennen, dass die meisten Probleme, die ich habe, gar nicht eigentlich meine Probleme sind. Die habe ich gedacht, die sind meine Probleme. Oder ich habe von irgendjemandem übernommen. Aber das sind gar nicht meine Probleme. Ich muss mich nicht darum kümmern. Ich muss mich damit nicht mal beschäftigen. Ablenkungen also. Ja. Ja, auch stimmt. Energieräuber. Unsere Probleme sind Energieräuber. Mhm. Sie beschäftigen uns mit irgendeinem Blödsinn, was gar nicht existiert. Und die echten Sachen, die echten Herausforderungen, die echten Schritte, Selbstverwirklichung, Bewusstseinserweiterung bleibt liegen. Ja, also meine nächste Frage wäre gewesen, kann ich selber meine Programmierungen löschen, die ich aus der Matrix habe? Ich rate dringend davon ab, weil da ein ungeheuerliches Wissen dahinter steckt. Man muss wissen, wo man ist, was man macht. Ich kann jedem empfehlen, bitte tut das nicht. Naja, es weiß ja sowieso, es steht ja nirgends in einem Buch, wie es geht und so weiter und so fort. Deswegen stellt sich die Frage ja nicht, also stellt sich nur die Frage, könnte es jeder, aber wenn du sagst... Irgendwann hoffentlich. Kannst du das bei dir? Bitte? Kannst du es bei dir? Ja. Ja, Gott sei Dank. Ja, ich weiß ja, wie es geht. Ja, okay. Naja, ich will jetzt nicht mein Geschäft jetzt verteidigen, dass die Leute abhängig sind von mir. Es ist wirklich, wenn man einen Computer zusammenbauen will, muss man doch wissen, was ist. Ja, bis ich den Leuten alles da erklärt habe, es ist einfacher, wenn sie einfach zu mir kommen. Und sie müssen auch gar nicht wissen, welche Programme die waren. Das müssen sie nicht wissen. Sie müssen nur wissen, was ist ihr wahres Wesen. Mehr müssen sie nicht wissen. Mein Hauptanliegen, mein wichtigster Auftrag ist, jeden Menschen, der zu mir kommt, zu sich selbst zu führen. Mhm. Und alles, was irgendwie fremd ist und ihn belastet, einfach wegschaffen. Den Rest schafft er selber. Okay. Wenn jetzt jemand sagt, ja, da muss ich hin zu Sade, da möchte ich mich begleiten lassen oder beziehungsweise ich möchte die Programme mal anschauen lassen oder am besten gleich löschen lassen, wo findet man dich? Einfach in meiner Homepage site.eu oder mich einfach anrufen. Da ist auch eine Handynummer aus der Schweiz. Kann man mich anrufen. Man kann mir eine E-Mail schreiben unter kontakt@zeit.eu. Okay. Und man kann sich auch informieren. Man kann auch lesen, was da steht, wie ich es mache, was daraus wird, wie ich da vorgehe, mit welchen Problemen man auf mich zukommen will. Es gibt unterschiedliche Matrix-Screen-Programme. Ich werde auch dieses Jahr hoffentlich in der Schweiz ein Seminar geben und das ist am effektivsten, am stärksten und am kräftigsten, wenn man zu mir kommt, wirklich Mensch zu Mensch. Dass ich da einen Vortrag halte und diese Matrix-Screen-Programm mache. Okay. Das habe ich kostenlos im April einmal gemacht und die Leute sind völlig verändert nach Hause gegangen. Und das ist mein größter Wunsch, Menschen zu helfen, zu sich selbst zurückzufinden. Okay, spannend.
Sehr schön. Dann ja, sind wir schon wieder am Ende dieses Gesprächs angekommen. Leider, die Zeit vergeht immer im Flug, aber alles, was schön ist, vergeht immer viel zu schnell. Ich danke dir jetzt erstmal für dieses Gespräch und freue mich natürlich auf das nächste schon. Und ich wünsche dir bei deiner Mission und bei deiner Arbeit mit Menschen und ja, für diese Welt weiterhin gutes Gelingen inzwischen. Vielen Dank für die Einladung. Dankeschön, lieber Sadeh. Auch Ihnen sage ich ganz vielen herzlichen Dank fürs Dabeisein und ich hoffe, Sie konnten wieder viel Wertvolles mitnehmen aus diesem Gespräch, viel wertvolle Informationen und Sie sind bitte achtsam und wachsam und liebevoll zu sich selbst mit dem, was Ihnen täglich begegnet und natürlich eben, was Ihnen in Ihnen auch begegnet. In diesem Sinne freue ich mich, wenn Sie das nächste Mal wieder einschalten und bleiben Sie bis dahin gesund. Alles Liebe und Gute, auf Wiedersehen. We'll be right back.